Ihr benötigt eine Schnittstelle von Otto Wafer zu JTL. Nach dem Intro erfahrt ihr, wie die Schnittstelle heißt. Freunde des E-Commerce, mein Name ist Ali Okasi, ich bin Inhaber der E-Commerce-Agentur eBakery. Ich habe heute Marvin Zimmermann zu Gast. Marvin Zimmermann ist bekannt als Multichannel-Experte und hat jetzt was Neues anzukündigen, Otto und Wayfair. Genau, die Marktplätze Otto und Wayfair können wir jetzt in Zukunft auch mit Unicorn bedienen und dementsprechend dann automatisiert anbinden. Kannst du kurz was zu den Marktplätzen sagen, wie man sich registriert? Also beispielsweise bei Otto gibt es ja einen Registrierungsprozess zurzeit. Ja genau, also Otto hat eine eigene Landingpage, otto.market. Ist die Domain, können wir aber auch verlinken. Und dort kann man sich als neuer Seller registrieren in dem Marktplatzkonzept, was Otto jetzt hat. Also früher gab es da gab es verschiedene Modelle. Da konnte man als Lieferant von Otto fungieren. Aber es gibt jetzt auch das Otto-Marktplatzkonzept, wo man selbst wirklich als Händler auf Otto listen kann, wie man das von Amazon kennt. Das heißt, ich habe in Zukunft die Möglichkeit, über die JTL-Warenwirtschaft Otto auf Otto zu verkaufen. Und Wayfair kommt auch noch dazu. Und was ist Wayfair für einen Marktplatz? Ja, also Wayfair ist eigentlich ein ziemlich großer Händler für so Dekoartikel, Haushaltswaren. Mag vielleicht manchen Leuten bekannt sein, weil die ziemlich viel Fernsehwerbung betreiben. Aber auch ein Marktplatz. Ist im Gegensatz zu Otto geschlossen. Also dort gibt es kein Registrierungsformular. Man kann sich aber an ein Sales-Team wenden und sich dort quasi bewerben. Und wenn das Sortiment passt, hat man gute Chancen, dort aufgenommen zu werden. Okay. Und wenn man sich die Statistiken anschaut, Otto ist einer der größten Online-Seller letztendlich Deutschlands. Genau, ja. Also innerhalb Deutschlands ist Otto einer der größten Versandhändler nach wie vor, ja. Ich glaube auf Platz 3 sogar. Wenn man die Händler an sich nimmt, müsste es einer der größten sein, wenn nicht sogar Platz 3, Platz 4? Ja, ich hätte sogar die 2 gesagt nach Amazon. Also wenn man die gesamte Otto-Gruppe nimmt mit 11 Milliarden Umsatz, gibt es da nicht viele, die vor Otto stehen könnten. Definitiv, aber jetzt rein im E-Commerce. Denke ich auf Platz 3. Aber ja. In den Kommentaren habt ihr die Möglichkeit, diese Frage zu beantworten. Gibt es ja Statistiken im Internet, einfach mal rein. Oder wir können das einblenden. Hinter der Kamera ist ja Marcel und blende das einfach ein, wer zurzeit auf die Nummer 3 ist in Deutschland. Real ist ja auch ganz stark, oder? Habt ihr auch eine Schnittstelle zu? Ja, genau. Und IMN gibt es ja jetzt auch. INM, International Marketplace Network, auch abbildbar über Unicorn 2. Real als Heimatmarktplatz, dann über die INM-Schnittstelle mit einer Schnittstelle verkaufen auf Real, C-Discount, E-Price und eMag. Für viele ist eMag und E-Price Neuland, ja, oder ja. Böhmische Dörfer. Ja. Das sind ja Marktplätze aus Rumänien und Italien. Ja, genau, richtig. Also bei Rumänien muss man dazu sagen, natürlich macht das da relativ wenig Sinn, als Deutscher mit deutschen Logistikkapazitäten dort zu listen. Wo wir aber einen riesen Vorteil sehen bei INM, ist halt einfach diese native Anbindung an C-Discount. Was halt einfach bedeutet, man kann sich auf C-Discount, also über INM bei C-Discount registrieren. Positiver Nebeneffekt ist, dass man immer nur die Grundgebühren des Heimatmarktplatzes zahlt. Das bedeutet, man zahlt nur die 39 Euro Grundgebühr von Real, muss aber nicht die von C-Discount bezahlen. Nur die Transaktionsgebühr, das ist selbstverständlich. Und kann dann über INM auf C-Discount listen. Also es benötigt keine zweite Schnittstelle. Was man den Zuschauern sagen muss, C-Discount ist ein Riese in Frankreich. Also es ist jetzt keine kleine Nummer. Wir reden da von der Casino-Gruppe. In jeder kleinen Stadt in Frankreich gibt es einen Casino-Laden. Genau, also wenn man sich mit Frankreich auskennt, du als Marseille-Urlauber, als regelmäßiger Marseille-Urlauber kennst die lokalen Geschäfte. Aber ja, C-Discount ist ein sehr, sehr großer Einzelhändler C-Discount ist der Riesenmarktplatz der Casino-Gruppe und Casino ist einer der größten Retailer in Frankreich. Ja, definitiv, also sie haben ganz viele Läden. Ich weiß auch gar nicht, was alles dazugehört. Carrefour, gehören die zur Casino-Gruppe, weißt du das? Ja, das weiß ich Monoprix, nicht. Monoprix, glaube ich, gehört dazu. Das kann sein. Carrefour hätte ich jetzt gesagt, nein. Also es gibt Monoprix, dann gibt es Casino, dann gibt es nochmal Carrefour, aber das könnt ihr auch in den Kommentaren reinschreiben, wer genau zu der Casino-Gruppe gehört. Aber C-Discount, ein starker Marktplatz, man kann es ungefähr vergleichen wie mit Otto in Deutschland. Genau, also C-Discount müsste die 2 in Frankreich sein. Die Franzosen sind ja sowieso von der Mentalität her ein anderes Volk, würde ich sagen. Sage ich jetzt einfach mal so salopp. Dort ist es gang und gäbe tatsächlich bei C-Discount einfach einzukaufen. Und dementsprechend ist Amazon dort nicht so mächtig, wie es vielleicht zum Beispiel in Deutschland so ist. Ja, die Händler haben immer den Stress mit diesen Übersetzungen. Das heißt von Deutsch auf Französisch. Also ich bin ja auch nicht der Fan von 1:1 Übersetzungen, die kein Mensch versteht. Ja. Aber da habt ihr auch nochmal eine Schnittstelle über die
DeepL-Schnittstelle kann man, also man kann beispielsweise über die JTL-Warenwirtschaft mit der DeepL-Schnittstelle erstmal von Deutsch auf Französisch übersetzen. Dann kann man Übersetzer dran lassen, mhm. ja, der sich das mal anschaut, mhm. und ein bisschen korrigiert. Und dann kann man die ganzen Texte in Cdiscount exportieren. Genau, das wäre der Fall für neue Produktlisten innerhalb von Cdiscount. Das Gute an IMN ist, wenn Cdiscount das Produkt bereits kennt, nennt man das ja quasi das klassische Dranhängen, das was man von Amazon kennt. Man sieht ein Produkt und sagt als Händler, ich übermittle meine Angebotsdaten, das heißt halt Bestand plus Verfügbarkeit und Preis, und hängt sich einfach im Prinzip an das Listing dran. Dann in dem Falle braucht man überhaupt keine Übersetzung. Aber Cdiscount hat sogar noch ein Fulfillment. Genau, also Cdiscount bietet analog wie Amazon in Deutschland eigene Fulfillment Center an. Eins ist in Bordeaux, meines Wissens nach. Dort kann man als deutscher Händler auch einlagern und direkt in Frankreich fulfillen. Also lohnt sich für alle, die halt sagen, okay, mein Produkt oder meine Produkte verkaufen sich sehr gut, als erster Schritt, dass man dann die Überlegung macht, okay, man kann ja auch eigentlich das Fulfillment innerhalb Frankreichs nutzen und spart sich nochmal einen Tag Postlaufzeit. Ja, und durch die JTL habt ihr auch die Möglichkeit, über das Fulfillment Network auch nochmal Fulfiller anzubinden. Also man kann wirklich, wie soll ich sagen, eine richtig coole Strategie mit JTL aufbauen. Du hast ja einmal das Fulfillment Network, da gibt es auch Fulfiller im Ausland. Mhm. Das heißt, du kannst deine Ware erstmal bei deinen eigenen Fulfiller lagern, dann kannst du nochmal bei Amazon lagern, mhm. dann kannst du bei Cdiscount lagern, mhm. und der große Vorteil ist die Inventardaten. Einmal über Amazon hast du die Inventardaten, du weißt ganz genau, was liegt bei Amazon. Mhm. Und du hast dann über das Fulfillment Network, weißt du ganz genau, was hast du umgelagert zu deinem Fulfiller. Das heißt, du hast ein starkes Tool. Ja, also du kannst eine Menge damit reißen. Du brauchst ja nicht mal ein eigenes Lager. Du kannst ja über die JTL letztendlich alles über Fulfillment-Lager letztendlich abwickeln. Ja, genau. Also das ist jetzt wieder ein bisschen ausschweifend auf das JTL-Thema generell. Also so gesehen ist JTL so flexibel. Man kann damit Fulfillment ansprechen, man kann Marktplätze ansprechen, man kann das WMS ansprechen, ja, man kann seine Lagerverwaltung ansprechen. Also JTL ist so gesehen flexibel. POS, genau, Point-of-Sale-System. Also JTL ist ein sehr, sehr flexibles System. Man kann sehr, sehr vieles damit abbilden. Ja, und es ist wichtig, dass das System auch einfach in der Handhabung ist und geringe Wartungskosten hat. Weil, wenn ihr euch ein bisschen mit dem E-Commerce-Thema auseinandersetzt, ja, JTL, würde ich jetzt sagen, gehört zu den günstigsten Anbietern, mit den günstigsten Anbietern. Wenn man sich auch anschaut, was es so im Markt so gibt, die meisten Multi-Channel-Schnittstellen kosten erheblich mehr Geld. Ja, ohne jetzt irgendwie jemanden zu nennen oder so, aber es gibt Marktplatzschnittstellen, da zahlt man um das Zehnfache, was man bei euch zahlt. Oder zahlt sogar noch Transaktionsgebühren. Bei euch gibt es ja keine Transaktionsgebühren. Nein, wir erheben weder Transaktions- noch umsatzabhängige Gebühren. Das heißt, also ich bezahle meine 74,90 oder 74,99? 74,99 Euro im Monat für alle Marktplätze. Und dann ist der Case gegessen. Dann ist der Case gegessen, es sei denn, man will jetzt vielleicht noch eine Zusatzoption wie DeepL, kostet dann 10er im Monat extra. Oder Amazon Vendor oder... Genau, richtig. So nischenartige Dinge. Ja, genau. Aber die klassischen Marktplätze, das heißt, eure wie viele? 13? 13. 13 Marktplätze, 74,90 und dann Käse gegessen. Keine Umsatzgebühren, keine Transaktionsgebühren. Flatrate. Das ist wirklich günstig. Also schaut euch den Markt an. Ja, das ist jetzt nicht einfach dahergerede und das ist auch kein Werbeblabla, sondern das ist die Realität. Das ist die Realität. Super. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Ali.